Herzlich willkommen bei den Möbelmachern aus Untergrumbach, neben Hersbruck im Nürnberger Land, im Herzen von Franken und nördlich von Bayern, zum Newsletter 201. Der Innovationspreis Ergonomie 2023, mit dem Ute Danzer für ihr ergonomisches Lebenswerk ausgezeichnet wurde, inspirierte die Journalistin Andrea Pitsch zu einem Zeitungsporträt, in dem sie die Hintergrundgeschichten von Utes Sportstudium und ihrem ganzheitlichen Ansatz erläuterte. Nutzen auch Sie Ihre Erfahrungen in Sachen guter Schlaf mit ProNatura, ergonomisch sitzen mit dem Bioswing oder den Relax-Sesseln und Polstermöbeln von Juri. Unsere Küchenkunden an der Ostsee schickten uns ganz liebe Post über die positive Wirkung in unserer Massivholzküchen auf das Leben in Norddeutschland. Allerdings erreichten uns schon ähnliche Berichte von Kunden aus Miami, Portugal und sogar Hersbruck. Eine besondere Garderobe mit vielen Leitern haben wir in Diepersdorf fotografiert. Dahinter versteckt sich sogar noch ein Büro- und Musikzimmer. Im Moment planen wir den ultimativen Schrank als Sideboard für Schallplatten und unsere HiFi-Anlage aus dem Holz der Hersbrucker Alb. Wer seine Ideen einbringen möchte oder selbst einen braucht, möge sich ganz schnell melden. Außerdem müssen wir das Kirschbaum-Sideboard, auf dem die Anlage im Moment steht, und die eigentlich als Barschrank geplant wurde, aus Platzgründen leider günstig abgeben. Ein Wodka Martini. Geschüttelt oder gerührt? Sieht aus, als ob mich das interessiert. So landet dieses Sideboard auf unserer Seite Übriges, wo übrigens gerade eine große Küche für gemeinnützige Projekte kostenlos angeboten wird. Über alle anderen Ideen muss man sich dann halt unterhalten. Leopold Rey aus Paris. Für die Lesung Die kleine Raupe Nimmersatt war das Rednerpult für Leopold aus Paris viel zu hoch eingestellt. Aber mittels Smartphone konnte er das Problem leicht lösen und es nach seinem Applaus sogar wieder zurückstellen. Weil sich einige unserer Kunden immer noch nicht an die eigene Wurst- oder Burgerherstellung mit der Ankersrum-Küchenmaschine herangetraut haben, haben wir jetzt zusammen mit Kunden und Freunden, die meisten sind ja beides, die ultimative Videoanleitung dafür geschnitten. Für liebe Freunde ihrer Familie aus Kolumbien hat unsere Praktikantin Natascha die erste Werkstattführung auf Spanisch gegeben. Aber egal in welcher Sprache, allen Gästen bieten wir eine solche Führung durch Werkstatt und Gelände an, weil sich so am einfachsten die Vorteile der regionalen Waldschöpfungskette und der Einzelanfertigung von Massivholzmöbeln und Küchen vermitteln lassen. Wir wünschen noch einen schönen Januar, besuchen Sie uns in Untergrumbach und bis bald!